Oh mein Gott, da ist ein scheiß Taubsi! Geh rein, du geile Sau! Ich krieg dich doch in die Arme. Komm her! Ey! Geile Sau! Komm her! Oh mein Gott, das 30.000. Taubsi! Ist ja nicht normal. Geh rein! Super! Booster HD, ich würde dich kriegen. Was? Komm, jetzt geh rein! Booster HD! Ginas! Damit! Willkommen zurück zu Pokémon Go. Wir sind hier gerade wieder im Park. Ihr seht, auf einmal klappt das mit der GPS-Situation. Richtig komisch. Es war klar, ne? Wir kamen gerade eben in den Park an, wollten direkt einen Part aufnehmen. Was war da? Nichts. Keine Arena, kein Pokéstop, keine Pokémon, gar nichts. Es war klar, ne? Musste ja so kommen. Aber wie ihr sehen könnt, ich wusste, dass hier eine Arena ist. Ich wusste, dass hier extrem viele Pokéstops sein würden. Und die werden wir heute erstmal diesen Part abhandeln. Am Ende werden wir so ein bisschen in die Arena gehen. Wir sehen, die Arena ist ja anscheinend blau, also quasi Team Weisheit. Bedeutet, ich muss diese Arena nicht einnehmen, da diese Arena quasi ja schon uns als Team gehört. So, ich habe mich ja damals auf dem Berg gefragt, als ich da hoch oben auf dem Gipfel war, warum habe ich die Arena nicht übernommen? Ich meine, ich habe doch den Arenaleiter besiegt. Na? So. Ja, das Ding war, die Arena war ja quasi von Team Weisheit. Es gibt ja drei Teams, falls ihr es wisst. Team Intuition, Weisheit und das dritte Team halt, dessen Name mir entfallen ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es halt diese drei Teams. Und je nachdem, welches Team diese Arena eingenommen hat, ist auch die Farbe des Teams. Das heißt quasi, da das hier für mich bläulich ist, würde ich sagen, ist es quasi eine Arena von Team Weisheit. Wir können gleich nochmal drauf gucken, aber Fakt ist, es sollte unserem Team angehören. Was halt heißt, dass ich dort quasi trainieren kann, anstatt die Arena einzunehmen. So, also eine kleine Theorie dazu, die werden wir uns auch noch gleich noch angucken, die ich mir dazu ausgedacht habe. Wir gehen jetzt am besten erstmal in diese Richtung, würde ich sagen, und gucken mal, dass wir uns diverse andere Pokémon stoppen. Das Ding ist, es ist hier in der Arena, was heißt in der Arena, aber es ist hier im Park extrem viel los. Ihr seht, Magnetilo ist hier, auch sehr viele gewöhnliche Pokémon, aber ein Magnetilo, und das ist schon mal sehr viel wert. Ne? Vielleicht schaffen wir es ja bei diesem Part, ein paar mehr Pokémon zu fangen als sonst. Ne? Werden wir mal sehen. Ne? Ansonsten, Lara, bei dir alles gut? Bei mir ist alles gut. Okay, super. Da musst du auch so ein bisschen Smalltalken, ne? Ah, wird überbewertet. Richtig. So, ich sehe gerade, dass ein weiteres Taubsi in der Nähe ist. Ist natürlich eine sehr gute Sache. Falls ihr in diesem Park so ein bisschen lautere Geräusche hört, das sind Leute, die halt durch den Park laufen. Und da ist ein weiteres Taubsi, da bleiben wir das mal stehen. Und wir sehen gerade die Schuhe von Lara. Warte, versuch mal so in diese Richtung zu treten. Du hast gerade das Taubsi getreten. Das ist richtig cool. Ja, es sind. Guck, besonders. Da war gerade eben so eine Momentaufnahme von deinem Bein. Ach Gott. Richtig komisch. So, das Ding ist halt. Das Ding ist, wir könnten Taubsi jetzt sofort entwickeln zu Tauboga, weil wir quasi. Lara, du musst wissen, es gibt quasi, wenn du ein Pokémon fängst, bekommst du Sternstaub. Das kannst du benutzen, um quasi Pokémon zu power-upen, um die zu verstärken. Und du kannst quasi Pokémon entwickeln. Du kriegst ja quasi, wenn du Pokémon fängst. Behindert? Ich glaube schon. Egal. Alter Falter. Naja, auf jeden Fall bekommst du quasi, wenn du Pokémon fängst, Sternstoff, womit du quasi Pokémon power-upen kannst. Und du bekommst quasi Bonbons. Aha. Das heißt, wenn du Taubsi fängst, bekommst du Taubsi-Bonbons. Die kannst du quasi verwenden, cool, dass du das Taubsi fütterst, um es zu entwickeln. Hat ein bisschen Tamagotchi-mäßiges, ne? Ja. Richtig. Und ich habe jetzt gerade 23 Taubsi-Bonbons und du brauchst 13, um Taubsi zu Tauboga weiterzuentwickeln. Ach cool. Ich farm die aber natürlich weiter. Ne? Was ist denn da momentan los? Das ist ja nicht normal. So, hier ist direkt schon der nächste Pokéstop. Wahrscheinlich ist es das Denkmal da hinten. Kannst du ja mal hinzeigen. Ich denke mal, dass der Pokéstop sein muss, aber ich kann ihn sowieso schon auswählen, deswegen kein Problem. Aber der Typ gerade eben fängt einfach mal an zu singen. Basti, Alter. Der fährt ja schon seit 10 Minuten, seit einer halben Stunde schon rum, ne? Immer im Kreis, das stimmt. Gut bei dem, Alter. So, ups. Das ist die Karl-Wilhelm-Statue übrigens, ne? Wir lernen nie aus. Jetzt haben wir es einmal im Real Life gesehen, jetzt haben wir einmal. Ja, ist Bescheid. So. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir ins Bild gekriegt, ne? Oh ja. Gut. So, jetzt ist das Magnetilo leider weg, aber wir haben noch ein paar Tentachas, die wir uns fangen können. Wir können uns ein paar andere Sachen fangen. So muss das sein. Gut.
Dachte ich mir nämlich schon. Ihr müsst wissen, das ist so ein Park. Es ist ein Junkie-Park. Ne? Also es vergeht so kein Abend oder kein Tag, an dem hier Junkies umherlaufen. Oder halt, naja, Leute umherlaufen, die so ein bisschen meinen, sie müssten einen durchziehen. Ne? Es ist ein Drogenpark, ganz klar. Also es sieht erstmal total friedlich aus und sowas, weil hier auch sehr viele Jogger umherlaufen. Aber nachts ist es ja ein komplett anderes Klima. Da sind hier überall Junkies und Drogenkonsumenten. Par excellence, würde ich sagen. Ne? So. Würde ich keinem raten, hier vorbeizuschneiden. Vielleicht kennen einige von euch den Park, die hier drin wohnen. Es wird auch gerade ein bisschen lauter hier. Kann man nicht wahrstellen. Aber das liegt halt daran, weil wie ihr gerade auch hier anhand des Kartennetzes sehen könnt, wir verlassen ja den Park. Ne? Wir wollen ja noch in diesem Part im Park bleiben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal diese Route lang und werden dann in Richtung Arena gehen. Das wird so die Route für den Part werden. Ne? Nicht, dass ich hier gleich auf die Fresse legst. Ach nein, wäre lustig. Ne? So. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Thema im letzten Part gefallen hat. Es ging natürlich nicht anders. Ich meine so, kaum setzen Lara und ich uns auf die Bank, trinken kurz ein Glas Wein. Und ich mach, während wir getrunken haben, die Pokémon Go App auf. Was passiert? Richtig, auf einmal sind Arenen und alles wieder da. Das musste natürlich so sein, oder? War klar. Aber gut. So. Ja, aber doch mal zur Arena zurück. Ich glaube halt wirklich, dass diese Arena uns gehört. Ne? Und ich habe auch jetzt so ein bisschen dieses ganze Kampfsystem rausgefunden, weil auch sehr viele in die Kommentare geschrieben haben, wie das quasi zu funktionieren hat. Ne? Bedeutet quasi, ich werde es euch gleich alles praxisnah erklären. So, wir werden ein paar Praxiskämpfe machen und ich erkläre euch das alles. Ne? Macht euch da mal keine Sorgen drum. Pass auf, da ist ein kleiner Zaun. Danke. Nicht, dass du dahinter fällst. Ach, nein. So, hier ist wieder eine weitere Statue. Ich glaube, es ist dieser Stein da. Dieser Stein ist eine Statue, ja, okay. Ne? Ein sehr besonderer Stein, guckt ihn euch an. Oh ja, ganz besonders. Ganz genau an. Das wird natürlich das nachgeladen im Internet, ne? Oh, da ist eine Höhle. Oh, krass. Es wird mir gesagt, der Pokestop ist zu weit entfernt. Man will mich verarschen, ich stehe direkt davor. Nein, du musst näher dran. Komm, so, geh näher dran. Das ist das 16. Signalregiment. Wo ist da ein Regiment? Ich sehe, warte, hast du eine Inschrift da gesehen? Eine Inschrift? Mir ist das keiner aufgefallen. Hast du eine gesehen? Zoom mal ran. Presented to Stadt Krefeld vom 16. Signal Regiment. Vom 16. Regiment. Achso, okay. Nee, jetzt, also. Es muss aber diese Statue hier sein. Es guck mal hier vorne. Nee. Irgendwo war das noch ein Regiment. Ich sehe keins. Vielleicht da unten auf. Das? Vielleicht der Baum? Ja nur, nein, das ist ja nur. Auf dem Boden meine ich. Ah, doch, hier ist eine Inschrift. Ist da echt eine Inschrift? Da ist eine Inschrift. Ach doch, guck mal. Das ist dann dieses Regiment. Aber ich kann da keine Pokémon abfangen. Das geht nicht. Versuch es später erneut. Scheiß drauf. Ist mal wieder ein Bug. Nee, ist ausverkauft. Ja, vielleicht. Aber du musst halt wissen, Pokémon Go hat in der ersten Version extrem viele Bugs und sowas, ne? Ja, es ist halt wie die Beta, nur... Es wird auch echt wie eine Beta gehandelt, ne? Okay. Hast du gewusst, dass das Spiel noch vor wenigen Wochen in den ganzen anderen Kontinenten wie Amerika und so getestet worden ist? Ne, wusste ich als nicht, Beta. Aber... Ja. Es sollte auch erstmal in Europa getestet werden, aber es wurde noch nicht gemacht. Ne? Viele haben erwartet, dass Pokémon Go auch in Europa getestet wird. Aber es wurde, glaube ich, nur in Japan getestet, in Australien, Amerika. Das war es, glaube ich, sogar schon. Und dann ist man davon ausgegangen, dass es hier auch geht, oder was? Wir gehen mal den Weg lang, damit wir die Leute hier nicht stören. Ne, aber... Ja, es wurde halt in drei Kontinenten getestet und ist halt ein bisschen komisch, ne? Dass es halt auch nicht in Europa war. So den größten, wo man so genau so einen Ansturm hier quasi absehen kann, der da quasi erschienen ist. Wir haben ja letztes Mal schon mal darüber gesprochen. Ne? Mhm. Ich will mich jetzt hier nicht wiederholen. Genau. Ich kann halt immer noch kein Items ziehen. Das ist so komisch. Nicht normal. Aber gut. Kann vielleicht auch mal wieder ein Pokémon kommen. Zur Abwechslung. Ich glaube, wenn wir in diese Richtung gehen, wirklich in Richtung Park und sowas, ja, können wir das mal über die Wiese laufen. Ganz verrückt. Finden wir vielleicht sogar ein Magnetilo, Kinders. Wir sehen ja, dass zwei Stück da sind, beziehungsweise eins. Jetzt ist das andere schon wieder weg. Na, aber je mehr Pokémon derselben Art du sammelst,
desto mehr Bonbons kriegst du davon auch und du brauchst auch sehr viele Bonbons, um es quasi weiterzuentwickeln. Ne? Also ist es sinnvoll, immer dieselben Pokémons zu fangen? Es ist schon sinnvoll. Also wenn okay. Viele sagen, oh, ich habe wieder 10 Taubsis gefangen, dann hast du quasi irgendwann ein Tauboga. Ah, ja, weil im Spiel mit dem Gameboy, das ist ja anders. Richtig, da levelst du ja quasi durch Camp. Und hier kämpfst du quasi nur durch Arena-Kämpfe. Ah, okay. Ansonsten, du schmeißt quasi nur Pokebälle auf die ganzen Pokémon. Wer ist das nicht? Also quasi bei wilden Pokémon. Bei Arenen kämpfst du, aber das ist so ein Kampfsystem, das werde ich gleich nochmal den Leuten erklären. Ne? Gut, so jetzt können wir gerne da lang rennen, in Richtung. Was heißt rennen? Aber wir gucken mal, ne? In Richtung der ganzen Bänke. Das sind nämlich ganz viele Bänke, ganz viele Leute und sowas. Und ich hoffe, dass die gleich keine Faxen machen. Den Helden spielen wie so ein. Hier bist du Bescheid. Guck mal. Ne, aber das ist die Arena. Und wir müssen ja nicht mal ganz an diese Bänke rangehen. Wir können auch schon mal davor stehen bleiben. Dann aktiviert sie sich quasi. Du musst quasi immer so eine Range erreichen. Die haben so eine Grundrange und sowas. Und wenn du diese erreicht hast, dann kannst du schon die Arena joinen. Ja, wie gesagt, wie das in den USA, du musst nicht in die Polizeistation hineingehen. Ja, du musst halt nicht in die Polizeistation. Das reicht, wenn du davor stehst. Richtig, genau das. Na? So, hier ist die Arena. Hier machen wir ein bisschen Action. Und der Typ hat einen Ibitak, Alter. Er hat einfach einen Ibitak. Aber ich glaube, er ist auch Team Weisheit. Das heißt, ja, das ist Team Weisheit, weil der Typ hat einen Boxhandschuh. Und das Ding ist, das zeigt ja nochmal hier, dir. Speziell dir, okay. Wenn hier ein Boxhandschuh ist, dann weißt du, dass du hier trainieren kannst, weil das quasi eine Arena ist, die Team Weisheit angehört. Okay. Würden hier zwei Pokebälle sein, dann weißt du, dass es quasi eine Arena ist, die nicht Team Weisheit angehört. Und da ich ja Team Weisheit bin, ist es für mich so ein Teamkollege, den ich so ein bisschen trainieren kann. Ah. Na? So, ich kämpfe jetzt ein bisschen gegen den, mit, ich würde sagen, meinem Nebulak. Mach das. Mach ich. Ich mache auch AR an. Das wäre, glaube ich, extrem cool. Wobei, AR ist scheiße. Lassen wir aus. So. Machen wir mal. Los jetzt. Und ich kann mich totdrücken und es klappt nicht. Das liebe ich ja. Wenn es ist. Jetzt kämpfe ich doch. Es ist so verbuggt, ne? Ich hasse sowas. Es ist so verbuggt. Jetzt sterbe ich quasi und kann nichts dagegen machen. Ich verlasse das Spiel mal kurz. Es ist echt zum Kotzen. Es ist so eine verbuggte Scheiße, ne? Verlierst du dadurch irgendetwas? Hä? Ob du dadurch irgendetwas verlierst, wenn du jetzt den Kampf einfach beendest. Ja, du musst dann Getränke verwenden, weißt du? Okay. Das ist das Problem. Ja, du verlierst quasi, ich glaube, bei Arenen von deinen Teamkollegen verlierst du Tränke. Also okay. Halt, diese Arenen können quasi eingenommen werden, weißt du? Wenn jetzt zum Beispiel jemand von Team Intuition auf die Arena geht und die übernimmt, ist es eine Team Intuition Arena. Wenn jemand von Team Weisheit, also von mir quasi, die Arena übernimmt, ist es eine Team Weisheit Arena. Und da ich ja Team Weisheit bin, kann ich da trainieren und wenn ich quasi da sterbe, stirbst du. Ja, was heißt sterbe ich? Also es ist halt quasi so, würde ich quasi von Team Weisheit zu Team Weisheit kämpfen, weißt du, wie ich meine? Okay, würde ich quasi von Team Weisheit zu Team Weisheit kämpfen, ne? Ja. Würde verlieren. Ja. Dann würde meine Pokémon nicht besiegt werden, sondern ich würde sie nur quasi mit Tränken heilen müssen. Okay. Na, weil wenn die Pokémon besiegt werden, brauchst du ja Beleber, weißt du, wie ich meine? Ja, kenne ich ja. So, und meine Interpretation von dem Ganzen ist halt quasi, ekelhaft, ne? So. Ja. Okay, ich sehe, dass wieder gar keine Arena hier ist. Hier ist keiner, nee. Ihr habt gesehen, hier ist eine Arena und das ist Team Weisheit. Ganz kurz Trivias nochmal. Also, wie gesagt, wenn ihr quasi, das war jetzt meine eigene Interpretation von dem Ganzen halt, ne? Wenn du als Team Weisheit-Mitglied, Team Weisheit-Mitglied gegen ein anderes Team Weisheit-Mitglied in der Arena kämpfst und deine Pokémon verlieren und dann quasi sterben, musst du dich quasi nur mit Tränken wiederbeleben. Mhm. Oder mit Tränken auffallen. Kämpfst du als Team Weisheit gegen ein Team Intuition zum Beispiel und du stirbst da oder dein Pokémon stirbt, musst du quasi einen Beleber benutzen und die auffallen. Okay. So ist das. Ja. So, das ist mal wieder Wissenswertes mit Redo und Sky. Kinders, ich bin den Part. Hier ist mal wieder alles tipptopp. Kannst du dir gönnen. Funktioniert 1A klasse. Geil. Scheiß drauf. Wir beenden den Part. Ich hoffe, ihr hat euch ein bisschen gefallen. Wir hatten, ich glaube, ein Pokémon haben wir gefangen. Zwei Pokémon haben wir gefangen, ne? Genau. Ich kann mich an das Taubsi erinnern, was ich getreten habe. Stück. Egal, beim nächsten Mal werden wir so wahrscheinlich so ein bisschen aufleveln oder ich werde noch wieder ein bisschen Offscreen-Material einfügen, werde das Ganze nachkommentieren. Mal gucken. Kinders, ich bin raus. Bis dahin. Haut rein. Ciao.